Meine liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen. Ich bin's Mustafa Keiler und ich begrüße euch zur inzwischen vierten Folge von Pokémon Neue Rote Edition. Und einen Moment kurz, ich habe mal wieder vergessen, einen Timer zu starten. Hey Siri, stelle einen Timer auf 20 Minuten. Ja? Ich bin der Arenaleiter von Momoria City, Rako. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch einmal mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Ba, 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 ba. Ba 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 ba. Yo. Apropos. Ja, Kleinstein hat keine Chance gegen Roselia. Roselia erreicht Level 12. Laura erreicht Level 12. Sorry. Aber ich möchte ja auch, dass Abdul-Abge auch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Und somit wird Kilomanda sich um das Onix kümmern, welches auf Level 14 ist. Kein harter Brocken sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und natürlich geht die Metallklaue daneben. Aber seine Attacke geht auch daneben. Oha. Oha, und sein Felsgrab trifft. Ja. Eigentlich muss ich jetzt wechseln und das tue ich auch. Ich glaube, Gesteinsattacken sind nicht sehr effektiv auf Pflanze. Nee, das war Boden, verdammt. Egal, ich muss trotzdem wechseln, weil Abdul AFG stirbt definitiv. Sein Felsgrab geht abermals daneben. Mein Absorber trifft. Tackle, okay. Mein Absorber trifft, ich hole mir die KP wieder zurück, die es mir geklaut hat. Oh, One Hit, KO, vierfach Schwäche, plus Step und somit Down. Warte, nimm das hier mit. Mustafa hat TM 39, Felsgrab. Man kann eine TM 39 mal verwenden aus der 5. Generation. Aber wir sind hier in der 3. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Der Initiativewert des Gegners wird zugleich gesenkt. Es gibt verschiedene Trainer auf der Welt. Du scheinst also begabter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Pokémon-Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Das werde ich. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz die Karte an. Wir müssen hier die Route machen, dann den Mondberg, dann diese Route und dann erreicht man Azuria City. Wir werden natürlich hier die 100% machen in dem Let's Play. Das heißt, es wird ein Langzeitprojekt, auf jeden Fall. Achso, wir haben die Turbo-Treter ja noch gar nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Stadt noch erkunden. Stadtbesichtigung von Momoria City. Muss immer mal gucken. Ich habe den Ton ausgeschaltet, glaube ich, von dem Handy. Wohin eigentlich? ja. Erst mal heilen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, B drücken. Wissen wir ja von Ladyficate, immer B drücken, weil versehentlich drückt man dann zweimal auf A. Und muss das jetzt ganze Scheißgelaber von Schwester Joy wieder anhören.
Nein! Zurück! Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg! Das muss ich sofort melden! Verschwinde! Ja, okay, okay, ich bin schon weg. Ich möchte unbedingt ein Pikachu tauschen mein Pikachu dafür. Ja, süß. Ich tausche Pokémon mit dem Kind da drüben. Da ich zwei Pikachu besaß, konnte ich eines tauschen. Das werde ich auch machen. Ich werde zwei Pokémon fangen, damit ich eins tauschen kann. Hallo, schön dich zu sehen. Du bist auch eine höfliche Community. Also erzähl mir ein wenig von dir. Sag dein Profil. Erzähl mir etwas Gutes über dich. Wie lautet dein Profil? Wie lautet dein Profil? Das hat hier zum dritten. Ich bin großen Pokémon. Alles klar. Machen wir es doch spaßeshalber. Barsch war alles da. Brutalander. Ich weiß, das hat jetzt überhaupt nichts hiermit zu tun, aber ich liebe das einfach. Schappet? Was? Okay. Ja, Brutalander ist sehr groß. Der Profil sagt wirklich etwas über dich aus. Da ich dich jetzt besser kenne, sind wir noch enger zuvor befreundet. Ich gehe dann mal. Tschüss. Von Pokémon gesagt werden Pokémon ganz müde, ich auch. Vergessen wir, was wir gerade eben gesehen und gehört haben. Mit wachsender Erfahrung der Pokémon neue Attacken. Manche Attacken können in das neuen Trainer. Hatten wir das nicht im ersten Part schon? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind. Ja, das hatten wir im ersten Part schon. Also im letzten Part. So. Den hatten wir auch schon. Den mit seinem komischen... Nein. Sichern tue ich am Ende von jedem Part. 2888. Es geht eigentlich voll. Ist eigentlich voll okay. Ja. So, 9 Pokebälle brauchen wir unbedingt. Und wir haben kein Geld mehr. Super, alles klar. Super. Haben wir unser ganzes Geld jetzt schon verschleudert? Nein, Paraheiler. Aufwecker brauchen wir sowieso nicht zurzeit. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen müde. So, holen wir uns erstmal die Turbo-Träte ab. Oh, Mustafa. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich würde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Oh yeah, jetzt können wir rennen. Das war vorher nicht möglich. Drücke den B-Knopf, um zu rennen, aber nur, wenn Platz ist. Wow. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ein Brief ist dabei. Hallo Mustafa. Hier bei Turbo-Drehter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, die Pakete richtig zu tragen. Sonst heult dein Rivale wieder rum. Gib nie auf. Das hier muss mir wirklich jeder unter die Nase reiben, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie total gemobbt und fertig gemacht werde.
Taubti wird von Gyora Ricarda in den Kampf geschickt. Los, Gisal. So. Ich möchte ganz kurz etwas anmerken. Und zwar habe ich ja einen gewissen YouTuber namens Luzeron versprochen, dass ich seinen Kanal irgendwann mal vorstelle, weil er war einer meiner ersten Abonnenten. Und da finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich auch mal seinen Kanal vorstellen würde. Bis jetzt habe ich es leider noch nicht so wirklich geschafft. Warum? Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie keine Zeit und irgendwie auch nicht die wirkliche Motivation, einen Kanal vorzustellen, weil ich... weil ich dafür eigentlich nicht so wirklich die Zeit hatte, sag ich mal. Die Tage wird es aber passieren. Also Luzeron, falls du das hier siehst, ich habe es nicht vergessen. So, hier wieder perfekte Pokémon für Abdul AFG. Käfertrainer bis zum Mondberg kann er machen. Hallo Attila! Die CS-Szenen gibt es eigentlich gar nicht, weiß ich. Kann ich so ein bisschen über die Teamplanung sprechen? Ich habe ja schon so ein paar Ideen. Und zwar, auf jeden Fall ist geplant, Brutalanda, Klurak, Tragoran hatte ich gedacht, aber dann habe ich drei Flug-Pokémon, das muss ja irgendwie nicht sein. Und Dracheflug ist ja mit Brutalanda abgedeckt, also von daher macht es wenig Sinn. Ja, Gengar vielleicht. Damit haben wir ja auch Geist-Typ drin. Geist-Gift haben wir sogar dann drin. Eine Flunkiefer wäre nicht schlecht, haben wir einen Stahltyp dabei. Ansonsten. Da ist wieder besiegt. Macho Mai ist geplant, haben wir Kampf-Pokémon noch drin. Ja, das wären so meine Teammitglieder, die ich mir so überlegt habe. So, Gisal kann ich ja immer noch an den ganzen anderen Trainern benutzen. Der ist nämlich bis jetzt von meinem Team am niedrigsten gelevelt mit Level 10. So, der Part geht noch 7,5 Minuten. Ja, und Kollege, es ist extrem eine ganz dumme Idee, Shorts zu tragen, wenn überall Brennnesseln sind. Das hättest du aber auch selber gewusst. Also das ist jetzt nur eine Ausrede, um seinen Bruder so ein bisschen schlecht dastehen zu lassen. Gegen den wir auch noch kämpfen werden. Der wird dann auch sagen, ich habe meinem Bruder gesagt, dass er Shorts anziehen soll. Spaßt. Ja. Ich würde meinen Bruder oder meine Schwester definitiv hassen dafür. Aber ich bin auch selber schuld, wenn ich es mache. So. Irgendwer steht da gerade vor meiner Tür. Wie gut, dass ich abgeschlossen habe. Ja, diesmal habe ich sogar dran gedacht. So, ich bin nicht vergiftet. Dankeschön, liebes Rettern. Kopfnuss und weg. So. ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten. Da bin ich ja bei meiner Familie zu Hause. Das heißt, für Weihnachten müsste ich auf jeden Fall mal vorproduzieren. Weil... ja, für Weihnachten muss ich auf jeden Fall vorproduzieren.
weil ich da nicht zu Hause bin. Das heißt, vor Weihnachten werden eine Menge Videos von mir produziert und die werde ich dann aber jeweils über die Weihnachtstage hochladen. Oder auf jeden Fall für Heiligabend, für oha, Volltreffer, krass. Für Heiligabend, für erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag und Silvester. Oha, übertreibt man nicht. Ja. Ich muss auf jeden Fall Mark Commander trainieren, hallo? Wenn ich einen Glorak-Unkern haben möchte, dann muss ich den auf jeden Fall trainieren, weil sonst wird es ein bisschen eng, ne? Was spielt ihr denn für Pokémon-Editionen gerne? Also meine Lieblings-Edition ist ja Smaragd, auf jeden Fall. Ja. Bam. Meine Lieblings-Edition ist Smaragd. Ich kann noch so ein bisschen über meine Lieblings-Pokémon sprechen und über meine Hass-Pokémon. Kann ich ein bisschen anfangen, können wir im nächsten Part weiter drüber philosophieren. Und ihr könnt mir auch eure Lieblings- und Hass-Pokémon in die Kommentare schreiben. Mein Lieblings-Pokémon ist auf jeden Fall Glurak und Dragoran. Aber wenn ich die ersten drei nehmen müsste, wären es Glurak, Dragoran und die drei ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ja, Kyogre und Rayquaza. Und wenn ich einen von beiden nehmen müsste, wäre es auf jeden Fall Rayquaza von der Stärke her, wenn es der Stärke nachgeht, und Kyogre vom Aussehen. Meine Hass-Pokémon auf Nummer 1 ist auf jeden Fall Miltank. Und das ist jetzt nicht nur, weil ich das Video von Lenificate gesehen habe. Ihr wisst, ihr werdet Spaß haben, wenn wir die zweite Generation, also wenn wir Pokémon Silber spielen, werdet ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß haben mit sehr vielen Ausrastern. Meinerseits, wenn dieses Kackvieh, wenn dieses Kackvieh die ganze Zeit, ja genau, das ist dieser Typ hier. Ich habe mir Bruder gesagt, er soll Schuld anziehen. Und er ist auch noch zu doof und macht's. Ihr werdet sehr viel Spaß haben, wenn ich ausraste. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen cutten müssen und was rauspiepen müssen. Weil Miltank einfach der größte Sohn in Pokémon Gold, Silber und Kristall ist. So. Zweite Sache ist. Zweites Hass-Pokémon, Tentacha. Auf jeden Fall Tentacha. Weil dieses Vieh geht mir so auf die Eier, wenn ich irgendwo surfen möchte. Selbst in Pokémon Smaragd gibt es kein Pokémon auf den Wasserrouten. Auf diesen 3 Millionen Wasserrouten, die es gibt in Höhen, ist Tentacha das häufigste neben Wingull. Aber gut. Dritte Pokémon ist auf jeden Fall Zubat. Das werden wir auch hier im Felstunnel, im Mondberg merken. Zubat ist die größte Nervensäge in Pokémon, die es gibt. Da widerspricht mir, glaube ich, niemand. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Part, mein Dings zu entwickeln. Zubat, ja, alle 3 Meter kommt dieses hässliche Kackvieh und geht dir einfach nur übelst auf den Sack. Ja, das sind meine Top 3, -4, meiner Hass- und Lieblings-Pokémon. Lieblings-Pokémon an Stelle 1, Dragoran, an Stelle 2, Glurak, an Stelle 3, von der Stärke her Rayquaza, vom Aussehen her auf jeden Fall Kyogre. Und meine Hass-Pokémon auf Platz 1 ist Tentacha, Miltank. Auf Platz 2 Tentacha, auf Platz 3 Zubat und auf Platz 4 ist es eigentlich Kleinstein. Weil Kleinstein ist genauso nervig. Aber gut, was anderes gibt es nicht im Mondberg. Da gibt es ja nur Zubat und Kleinstein. Jawohl, wir schaffen sogar diese Folge noch. Cool. Ich habe einen super Abschluss für die Folge. Ba, 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 ba.
ba 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 ba. Dein Abdul abgeben wollte, das ist so ein Glutcheck, so. So, meine Damen und Herren, der Timer ist abgelaufen. Pünktlich. Das ist genau pünktlich zum Ende der Folge. Haben wir jetzt super Abschluss fürs Ende der Folge. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und schreibt einen Kommentar, falls ihr irgendwie Anregungen oder Themen habt, über die ich was sprechen soll. Schreibt mir eure Lieblings- und Hass-Pokémon unten in die Kommentare. Ja, auf dem Weg dorthin kommt ihr auf jeden Fall an einem schönen roten Knopf vorbei, der unbedingt gedrückt werden möchte. Lasst ein Like da. Ja, unten findet ihr noch mein Instagram und meine Facebook-Page verlinkt. Auf Instagram werde ich eigentlich mit sehr wenigen Ausnahmen jeden annehmen. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder. Ihr seid jetzt in der Endcard. Auf der rechten Seite die letzte Folge Pokémon. Auf der linken Seite die letzte Folge Harry Potter und das Stein der Weisen. Und da würde ich sagen, mach's gut, Leute. Wir sehen uns wieder am Freitag. Haut rein.